Sie können auch als Jude zum Beispiel reden über ihre Problematik als Jude, aber sie haben nie die gleiche. Wir haben beide, Juden und Muslime, Problem, dass die Leute hier, vielleicht auch im Osten, keine Religion haben wollen. Die meisten, die wollen keine Religion. Aber nach meiner, Sie sagen, Sie haben mit Leuten gesprochen oder mit Kindern. Ich habe auch mit Leuten gesprochen und ich mache jede Woche im Vorstand, im Zentrum von Leipzig und tausende von Leuten sprechen mit uns und reden mit uns. Übrigens, manche beschimpfen uns. Beschimpfen uns. Und manche sagen, geht weg, wir wollen euch nicht, geht in die Türkei zurück. Ja, aber andere kommen zu uns auch und sagen uns, das finden wir toll, was ihr macht. Und die Menschen müssen wissen, und das, was ihr tut. Und wir wissen, dass ihr unschuldig seid und dass man sie, das wird uns, als sozusagen Sündenbock benutzt für bestimmte Sachen. Dass ich gesprochen habe über Politik und über Medien. Wir können das nicht bestreiten, wissen Sie, Sie oder ich, dass man heutzutage eine Darstellung Islam hat, das ist so primitiv, damit man nur den Islam als Feind zeigt. Das können Sie nicht bestreiten. Ich kann das nicht bestreiten. Wir können nicht bestreiten, was die Politiker sagen in verschiedenen Ebenen. Das können wir nicht bestreiten. Und das könnte sein auch mit Ihnen, aber mit Juden. Man kann über die Juden nicht sprechen hier in diesem Land. Weil, wobei. außer NPD und sowas, das ist anders. Nein, nein, nicht nur, nicht nur. Politiker reden über die Juden. Es verbessert Dann passiert ihnen wie Müllemann. Also würden Sie bestreiten, dass es Muslime gibt, die sich in den Terrorismus beschäftigen oder es Mullahs gibt, die Hass predigen? Würden Sie das bestreiten oder sagen Sie, dass das gibt? Sehr schön, sehr schöne Frage. Aber wenn ich diese Frage beantworte, dann beantworten Sie auch meine Frage. Ja. Okay. Es gibt unter Muslimen Leute, die Terrorakten tun und die schlecht sind und die Hass predigen und wir sind gegen diese Leute und wir erklären das öffentlich, dass das, was diese Leute machen, falsch ist. Jetzt. Es gibt eine Gruppe von Rabbinern, die einen Bericht geschrieben haben, einen Brief an die israelische Armee, dass man die Frauen und die Kinder der Palästinenser töten muss. Sind Sie für diese Meinung? Ich kann nicht bestätigen, dass das. Oh, sehr Nein, nein, schön. Moment, Moment, Moment. Ich kann nicht dafür. Entschleichen Sie Nein, nein, nicht. nein, nein. Ja. Moment, Moment. Lassen Sie mich doch. Das ist Ihre Methode mit mir. Ja. Ja. Ich kann nicht bestätigen. Abgesehen davon, wenn das stimmt, wenn das stimmen würde. Moment, Moment. Ich komme dazu. Ich komme Ja. dazu. Ich kann nicht bestätigen, ob das passiert ist oder dementieren. Ja. Ja. Aber es Hey. gibt durchaus Rabbiner, Ja. die eine Meinung vertreten, die einfach unmenschlich ist. Okay. Ja? Ich habe zum Beispiel ein Beispiel. Ich war in Israel, Ja. war in arabischen Viertel, bei einem arabischen christlichen Viertel, war mit den deutschen Freunden da, haben wir Bier getrunken, gesprochen. Sie sind liberaler Jude. Ja, weil sie Bier trinken. Das ist auch übrigens ein Vorteil, dass im orthodoxen Judentum Alkohol verboten ist. Weil es gehört zum Teil auch zu unserer Religion, wird auch genutzt. Okay. Der Wein. Gehört auch jeden Freitag zum Schabbat, ist der Wein, die Dusche wird benutzt. Ich will sagen, in Israel habe ich orthodoxe Jungs gesehen, habe ich gesehen mit Jörg Molka, habe ich gesessen in einem arabischen Viertel, sind sie zu mir gekommen, haben gefragt, was machst du hier? Sag ich, bin hier, ich genieße die Zeit, aber du bist Prostituiert, du hast Jörg Molka, du bist doch Jude. Ja, komm, das ist doch eine kritische Viertel, okay? Das ist doch, du hast doch bei einem Christen Tee gekauft, Bier gekauft. Das darfst du nicht. Die mögen uns nicht, die hassen uns. Wir haben doch Christus getötet. Und deswegen mögen sie uns nicht. Und man darf keine Christen kein Geld geben. Wer hat dir das gesagt? Rabbiner. Muss ich als Jude zu dieser Meinung sein? Nein, absolut nicht. Das gilt für uns auch. Nein, sehen Sie. Und
Es gibt auch Rabbiner, die zum Beispiel für den Scharon eine Wie viel von den Deutschen weiß, wie viel von den deutschen Bevölkerung weiß, dass in Jerusalem oder dort solche Meinungen vertreten sind? Glauben Sie mir, hier die Deutschen sind dabei und sie werden bestätigen, dass kein 5% das weiß. Gibt es in Deutschland Kritik gegenüber Israel? Nein, nein. Nein, 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 nein. Merkel selber, die ging weg. Sie dürfen nicht, wissen Sie. Merkel selber, die war dort und es gab 100 Leute, die krank waren, die an die Grenze gestorben sind, weil man ihnen kein erste Hilfe geleistet hat. Und die sind Tatsachen, die sind nicht von mir, die sind Tatsachen, die wir alle gesehen haben und die wir wissen und wir haben das von Leuten gehört. Sehr schön. Und ich habe in einem Kindergarten, wenn wir schon über dieses Thema reden, war ich in einem Kindergarten und war ich schockiert zu sehen, in einem Kinderbuch eine Darstellung von wie ein Mensch mit einer automatischen Waffe tötet ein anderer Mensch. In okay. Okay. Und also es gibt es hat auf beiden Seiten. Sehr, sehr schön. Und das ist nicht mein Thema in Deutschland. Deshalb, ich bin nicht mit der Rücken zur Wand. Verstehen Sie? Aber die Leute in Deutschland hier, wissen zum Beispiel, in einem Kindergarten gibt es ein Kind mit Maschinenpistole, aber die wissen nicht, dass die dort zum Beispiel die Aussiedler dort, dass sie Waffen tragen und dass sie die Leute töten und dass sie auf die Leute schießen. Und das wissen Sie mehr als glauben Sie mir, die Leute sind da. Die Leute sind da. Die Leute sind da, wir können sie fragen. Da muss ich Ihnen widersprechen. Ja, okay. Ich schaue mehr als genug deutsches Fernsehen und mehr als genug sehe ich und ich freue mich darüber, dass im deutschen Fernsehen unterschiedliche Seiten gezeigt werden. Und ich habe vor kurzem etwas gesehen, was mir persönlich sehr traurig gemacht hat. Ich habe einen orthodoxen jüdischen Jungen gesehen, der hat gesagt, dort stehen palästinensische Jugendliche, dort zielen unsere Soldaten, ich hoffe, einer wird sterben. Ich habe auch eine Palästinenserin, die selber fehlt. Ein palästinensischer Jugendlicher, der gesagt hat, ach, wenn ich ein Israeli sehen würde, würde ich in Stücke reißen. Aber das war nicht alles, was gezeigt wurde. Und das ist sondern nicht unser Thema in Deutschland. Beide Jugendliche, um diese Meinung zu haben, der eine Jugendliche der jüdischen Seite hat seinen Freund verloren, der im Auto mit seiner Mutter aus einem Gewehr erschossen worden ist, auf der anderen Seite. Hat der palästinensische Jugendliche auch seinen Freund verloren, der während eines Gefechtes von israelischen Soldaten aufgetötet wurde. Also der Ursprung von Hass gibt es überall. Aber dass Sie sagen, dass im deutschen Fernsehen das nicht gesprochen wird, das muss ich Ihnen widersprechen. Das habe ich nicht so gehört. Mehr als genug Politiker gehört im deutschen Sprachraum, deutsche Politiker, die Kritik ausgeübt haben gegenüber Israel. Aber das ist nicht, Entschuldigung, das ist nicht das Bild. Allahu alam, auf jeden Fall das ist Verschwörungstheorie. Schauen Sie mal. Die Sache ist so, ich habe Ihnen von Anfang an gesagt, ich beschäftige mich mit Themen, die für mich hier in Deutschland aktuell sind und wichtig sind. Für diese Sachen, was Sie gesagt haben, lassen wir die Leute miteinander ihre Probleme lösen und deshalb, ich weiß, wenn wir diese Diskussion anfangen, aber ich habe nicht gesagt, dass in der deutschen Fernsehen nicht davon berichtet wird, aber ich habe Ihnen gesagt, wie viel von der deutschen Bevölkerung verbindet zum Beispiel heutzutage diese Ereignisse mit den Juden oder mit dem Judentum. Wenn wir vergleichen, wie viele von der deutschen Bevölkerung durch die Medien Terrorismus mit dem Islam verbinden. Und die Sache ist klar. Keiner kann, darf das bestreiten. Bitte schön. Ich finde es interessant, wie Sie sagen, dass das hier dort, das sagt der dort, das geht uns hier in Deutschland nicht an. Das sehe ich leider nicht so, weil aufgrund dessen, dass dort das gemacht wird und dort das gesagt wird, unter dem Namen Muslim-Islam-Gemeinschaft, fällt es auf die Muslime, hier die Islamgemeinschaft in Deutschland zurück, weil das auf euch projiziert wird. Von wem? Es geht doch hier um Integration. Ne, klammer mit. Von wem wird das auf uns projiziert? Ja. Es geht doch hier um Integration. Integration heißt, dass Leute, die den Islam nicht kennen, ihn sich belesen oder so zu so einer Veranstaltung kommen wie hier,